Tag zusammen. Seit ein paar Tagen ist die neue Version des OpenAI Chatbots verfügbar, die Version 4. Also ab sofort kann man GPT-4 nutzen. Im Moment noch, also mit dem Veröffentlichen diesen Videos, im Moment nur verfügbar für die Premium-Nutzung freigegeben. Ich denke, da wird dann demnächst auch eine freie Version verfügbar sein. Und ich möchte jetzt in diesem Video mal schauen, was sich getan hat, denn das Sprachmodell ist ja deutlich komplexer geworden. Die Datenmenge zum Training ist deutlich größer geworden. Wir haben in den Videos zum GPT-3.5 gesehen, dass er doch an manchen Stellen eklatante Schwächen hat im Bereich der Unterstützung bei Studium und Lehre. Und jetzt gucken wir mal, was die Vierer-Version kann. Das heißt, wir schalten jetzt hier mal um von der Standardversion auf GPT-4. Im Moment ist wir sehen es unten, die Nutzungszahl noch eingegrenzt auf 100 Anfragen innerhalb von 4 Stunden. Das wird sich, denke ich, wenn die Serverkapazitäten ausgebaut werden, auch nochmal ändern. Starten wir los mit einer Aufgabe aus der Physik. Das hatten wir uns ja in einem vorherigen Video schon mal angeguckt. Also, wir machen einen Ausflug mit einem Schiff auf dem Rhein. Die Hinfahrt dauert für die Strecke von 30 Kilometern 1 Stunde. Die Rückreise dauert 120 Minuten. Und GPT-4 soll uns jetzt sagen, wie groß die Fließgeschwindigkeit des Rheins ist. Das hat er in der Vorgängerversion hat das nicht gut geklappt. Er wusste überhaupt nicht, was er tun sollte. Jetzt sehen wir, dass er dort einen Lösungsweg findet und auch die Dinge in Ruhe erklärt. Wir gucken uns mal an, was er jetzt schreibt und kommentieren das dann jetzt gleich, wenn er dann fertig ist mit seinen Rechnungen. So, jetzt hat er fertig gerechnet, hat sogar das richtige Ergebnis rausbekommen. Also die Fließgeschwindigkeit des Rheins sind 7,5 Kilometer pro Stunde. Das heißt, er hat jetzt hier richtig erkannt, wie er das Problem lösen soll. Wir haben ja wirklich nur die Aufgabenstellung hier oben gegeben. Er hat jetzt erst die Geschwindigkeiten berechnet und dann richtig erkannt, dass er halt eine überlagerte Bewegung hat. Also die Geschwindigkeit des Schiffs plus die Fließgeschwindigkeit des Flusses. Hinweg addieren, Rückweg subtrahieren, hat auch richtig gerechnet. Das war ja eine Sache, das konnte die Vorgängerversion nicht. Also, ich sag mal, einfachere physikalische Aufgabenstellung versteht GPT-4 nun. Er kann helfen bei der Lösung. Wenn es jetzt komplexer wird, sieht es natürlich wieder etwas anders aus. Aber das ist sicherlich eine neue Qualität, eine neue Dimension der Unterstützung, die das System kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, er kann immer noch nicht rechnen. Er hat immer noch nur ein Textverständnis und ist trotzdem in der Lage, jetzt richtig zu rechnen. Also das ist eine echte Hilfe im Bereich Studium und Lehre, dass du also da individuell den Lernprozess, den Vorbereitungsprozess auf Klausuren unterstützen kann. Zweites Beispiel, das sollte jetzt sehr gut funktionieren. Wir möchten jetzt, dass er uns ein wissenschaftliches Essay verfasst zum Thema Floating PV, also schwimmende Photovoltaikanlagen. Da soll er jetzt direkt komplexe Sätze verwenden, eine wissenschaftliche Sprache. Er soll auch seine Quellen wieder ergänzen, das haben wir auch schon ausprobiert. Was da passieren wird, das liegt einfach an dem Konstrukt dieser Large Language Models, also dieser Text-KI, dass sie nicht in der Lage ist, die Quellen korrekt anzugeben. Er wird uns jetzt gleich Quellen geben, die er jetzt hier zitiert, die gibt es aber wieder nicht. Das heißt, da halluziniert er. Das kennen wir schon aus der Vorgängerversion. Das liegt aber in der Art und Weise, wie diese neuronalen Netze für diese Textgenerierung angelegt sind. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass die Sprache im Deutschen auch deutlich wissenschaftlicher ist. Also die Vorgängerversion GPT-3.5 konnte nicht so komplexe Sätze im Deutschen formulieren. Im Englischen war er stärker. Das heißt, da musste man dann den Umweg gehen über das Englische und dann das übersetzen lassen von anderen KI-Tools. Das brauchen wir jetzt so erstmal nicht mehr. Wir können sofort im Deutschen mit ihm arbeiten. Und die Textqualität ist,
Ja, ich sag mal hinreichend gut. Das ist natürlich keine hochwissenschaftliche Sprache. Jetzt für auf Masterniveau sind wir da sicherlich nicht. Aber für Texte, die man für die Schule braucht, kann man die Vierer-Version von GPT auf jeden Fall einsetzen. Zur Unterstützung immer ganz wichtig. Er soll natürlich nichts ersetzen. Das widerspräche allen Ideen der wissenschaftlichen Ethik, sondern er soll uns unterstützen bei der Texterzeugung, dass man auf der Basis dann eine Grundlage hat, mit der man dann weiterarbeiten kann. Wir sehen die Argumente, die er jetzt hier bringt, also mal zurückgehen zu dem Text, den er jetzt gerade generiert, das sieht sehr gut aus. Da hat er sich jetzt auch nichts ausgedacht, sondern das sind tatsächlich Fakten, die stimmen, die man auch prüfen kann. Und er gibt sogar einen Ausblick für die zukünftigen Forschungsanstrengungen, also in welche Richtung man gehen kann, um das noch auszubauen im Bereich der schwimmenden Photovoltaikanlagen. Also schon auch eine deutliche Weiterentwicklung. Jetzt gibt er uns die Quellen an. Die kann man jetzt mal prüfen. Gibt es, wie gesagt, nicht. Das heißt, da muss man natürlich sehr genau aufpassen, dass man solche Quellen natürlich nicht hernimmt, sondern selbstständig sucht. Wir haben natürlich auch noch das Problem, dass jetzt der Text erstmal streng genommen kein Plagiat ist, weil er neu generiert wird durch die KI. Aber es natürlich passieren kann, dass Satzfragmente doch irgendwo anders schon mal auftauchen und damit ein Plagiat sind. Da muss man schon sehr genau aufpassen. Insbesondere im wissenschaftlichen Umfeld muss man das nochmal sehr kritisch prüfen, was er da generiert. Auch die Fakten muss man natürlich nochmal prüfen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Also von daher eine gute Unterstützung. Jetzt hat er hier sogar noch einen Network-Error produziert. Aber er ist ja quasi fertig geworden. Wahrscheinlich sind die Server gerade etwas überlastet. Also von daher, Textgenerierung kann er sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal uns anschauen, wie sieht das aus mit dem Einsatz bei der Lernunterstützung, weil tatsächlich erste Systeme oder erste Anbieter jetzt diesen GPT nutzen, um Lerninhalte zu unterstützen, also Online-Kurse zum Beispiel. Ich möchte jetzt mal eine Rechenaufgabe haben zur Extremwertberechnung. Klassische Aufgabe aus der Oberstufe oder erstes Semester Analysis. Und ja, also da sollen wir jetzt die kritischen Punkte der Funktion, das ist jetzt nicht ganz richtig übersetzt, also die Extremwerte, erläutern. Er sagt uns tatsächlich auch, wie wir es direkt machen. Also er gibt uns sofort die Hilfe. Die hätten wir uns vielleicht gar nicht gebraucht. Und die Aufgabe soll er für uns jetzt einmal lösen. Mal gucken, ob er das jetzt hinbekommt. Das konnte die Vorgängerversion teilweise auch schon, aber wie gesagt, es ist kein Rechensystem wie MATLAB Mathematica oder ähnliche Tools, sondern es ist ein Texttool. Das heißt, also er kann ja eigentlich nicht rechnen. Und jetzt gucken wir mal, was er macht. Also das Vorgehen ist, denke ich, stringent, das kennen wir. Wir brauchen die erste Ableitung, wir müssen die erste Ableitung jetzt auf gleich 0 setzen, die Nullstellen finden und dann durch die zweite Ableitung prüfen, ob diese Nullstellen dann positiv oder negativ sind, um zu entscheiden, ob es ein Minimum oder ein Maximum ist. Gucken wir mal, was er macht jetzt in dem Fall. Er faktorisiert die Gleichung sogar. Interessant. Also schauen wir mal, was er generiert und ob die Werte soweit in Ordnung sind. Also das, was man kennt aus der Schule oder Hochschule in den Kursen, dass man nochmal einen Antwortsatz gibt, wenn man eine Aufgabenstellung in der Mathematik hat. Die Rechnungen sehen soweit auch in Ordnung aus. Also das ist schon eine echte Weiterentwicklung von GPT-4 durch diese größere Datenmenge, dass er diese Dinge jetzt, also diesen Lernprozess, wirklich gut unterstützen kann in Mathematik und Physik. Denn das war ja jetzt im letzten Video, was wir uns angeguckt haben, nicht der Fall. Da hat er sich in die völlig falsche Richtung entwickelt und konnte da keine gute Unterstützung leisten. Im Sprachlichen ist er natürlich deutlich stärker. Machen wir ein letztes Beispiel. Auch das ist sicherlich eine Sache, die das System sehr gut kann, weil es wieder um den Text geht. Eine Übersetzung, ich meine, da gibt es auch fertige oder sehr gute Tools, die man auch frei nutzen kann. Was wir jetzt hier sehen bei der Übersetzung, es ist sehr wörtlich übersetzt. Das ist natürlich damit keine gute Übersetzung.
Den Text habe ich jetzt übernommen aus der, also von der Wikipedia-Seite über Wind Power. Und ja, wie wir jetzt feststellen, das ist sehr nah am Original, so würde man das eigentlich nicht übersetzen. Das ist keine hohe Qualität, aber was wir dann machen, wir lassen ihn mal fertig übersetzen oder seinen Text fertig generieren. Denn er braucht ein bisschen, weil die Server schon gut belastet sind. Deswegen jetzt im zweiten Schritt dann noch sagen, er soll diesen Text nochmal neu schreiben und umformulieren. Dann wird die Qualität dieses Textes wieder deutlich, deutlich besser. Also, jetzt hat er es übersetzt, sehr nah am Original, schreibe die Übersetzung neu und formuliere den Inhalt um. So, und dann setzte oder stellte die Textsätze um und das oder die Satzstruktur um, dass das jetzt etwas flüssiger klingt. Und das ist natürlich wirklich die große Stärke jetzt dieses neuen, der neuen Version, diese Sprach- oder Textkompetenz, dass er einfach in der Lage ist, komplexe Inhalte darzustellen. Man kann ihm jetzt auch deutlich längere Texte geben, die halt in den Prompt unten in die Kommandozeile einfügen, um dann eine Zusammenfassung eines Textes zu bekommen. Er wird dann auch Bilder bearbeiten, nicht bearbeiten, sondern verstehen können und interpretieren können. Die Version ist oder die Variante ist noch nicht freigeschaltet, das wird auch noch kommen. Aber das ist jetzt im Bereich Studium und Lehre in der Hochschule schon eine echte Unterstützung. Und es ist auch, und das finde ich wichtig, also eine wahnsinnig dynamische Entwicklung. Also da jetzt Schritt zu halten, auch als Studierende, für uns als Professorenschaft ähnlich. Das ist ein Werkzeug, das muss man in seinen Alltag aus meiner Sicht integrieren, konstruktiv wie kritisch. Und dann ist GPT-4 in dieser Version und dann die weiteren Versionen, die noch folgen werden, eine immense Unterstützung für Studium und Lehre.